treffen und wir sagen vielen Dank dafür, dass die Schützen jedes Jahr diese Veranstaltung abhalten, dass sie als Vertreter des Ehrenamtes zeigen, was die Stützen Bayerns sind. Die Schützen, die Jäger, die Trachtler, die Reiter, die Gärtner und viele andere Ehrenamtliche, die ihre Freizeit opfern, damit wir ein funktionierendes Gemeinwesen haben, damit wir ein funktionierendes Ehrenamt haben. Und wir wollen diese Botschaft mitnehmen, aus der Politik und aus der Gesellschaft heraus, diesen Vereinen und Verbänden den Rücken zu stärken, ihre Arbeit zu erleichtern, damit ein Gemeinwesen funktionieren kann. Das heißt, mehr Unterstützung, keine weitere Bürokratie für die Ausübung dieser Ehrenämter, damit wir weiterhin solche wunderbaren Veranstaltungen feiern können. Und meine Damen und Herren, heute ist ja auch der Tag der Deutschen Einheit, damit diese Gesellschaft weiterhin in Einigkeit und Recht und Freiheit zusammenleben kann. Vielen Dank und herzlich willkommen in München.